Ganz herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben folgende Meldung erhalten: Nach einem ersten Entwurf der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen morgen in Berlin soll der Lockdown bis April verlängert werden. Da gibt es einiges zu besprechen und nachzufragen. Das machen wir mit Christina Lewinsky. Sie ist uns zugeschaltet von der CSU-Parteizentrale in München. Christina, ist ja fast schon ein Ritual. Wann immer ein Bund-Länder-Gipfel ansteht, gibt es davor eine Beschlussvorlage und die wird auch immer publik. Was steht denn in der drin? Schönen guten Morgen, Tatjana, erstmal hier aus dem Schneesturm in München. Und dieser Sonntag könnte auch politisch einiges an Sturm bieten, an Schneesturm, aber eben auch politischer Natur. Erstens haben wir jetzt eben ein Beschlusspapier vorliegen. Dort finden wir, dass der Lockdown verlängert werden soll bis in den April hinein. Allerdings ein festes Datum, ein konkretes Datum, das findet sich in diesem Papier noch nicht. Was allerdings auch drin steht, ist, dass man sich wohl darauf einigen möchte, dass die Unternehmen ihren Arbeitnehmern pro Woche 2 Schnelltests ermöglichen sollen. Und daran wiederum will man weitere Öffnungsschritte koppeln an diese Schnellteststrategie. Wie gesagt, das ist das Beschlusspapier bis jetzt. Das ist noch nicht dann in Stein gemeißelt. Das ist ein Papier, mit dem morgen eben die Ministerpräsidenten gemeinsam in dieses Treffen mit der Bundeskanzlerin hineingehen.